Ja, hallo Fans, ich musste mich jetzt ein bisschen erholen von dem Spiel. Also ich mache mal ein kleines Resümee. Das ist natürlich so gewesen, ich drücke oder ich herzlichen Glückwunsch an Darmstadt. Die haben sehr gut gekämpft, sehr gut, viel gelaufen und auch ein gutes Spiel gemacht. Aber gewonnen hat das Spiel der Markus Anfang, der Trainer von Darmstadt. Der hat uns ausgeguckt. Genau ausgeguckt, so kannst du den HSV schlagen und so haben sie das geschafft. Weil wir natürlich individuelle Fehler gemacht haben. Das erste Tor darf natürlich nicht fallen, aber ist gefallen. So, und das zweite hat der andere Duhu natürlich Glück gehabt, dass er abgefälscht wird und ihm vor die Füße. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit sah ja noch ein bisschen nach Fußball aus, die zweite war Vogelwild. Also auch wenn ich 1-0 zurückliege, darf ich nicht alle Ordnung verlieren und da blind nach vorne laufen und spielen und hin und her. Das geht nicht. Und natürlich noch was, wir haben wieder unsere Chancen nicht gemacht. Das ist das große Manko vom HSV im Moment. Aber es ist so, wie es ist. Wir haben das Spiel berechtigterweise verloren. Aber wie gesagt, Darmstadt war auch gut, das muss man so sehen, läuferisch. Und wie gesagt, Anfang hat er sich Schneid genommen, hat hinten schön tief gestanden. Und dann haben natürlich unsere beiden Verteidiger heute keinen Glückstag gehabt. Das muss ich so sehen. Und mehrere andere auch nicht. Also da hat man mal wieder gesehen, wer da richtig kämpft und wer da richtig Gas geben kann und wer so ein bisschen Angst um seine Knochen hat. Aber Namen werden heute nicht genannt. So, zum Schiedsrichter noch gesagt, den Elfmeter von Terodde. Ich habe noch mal den Terodde, Simon gehört nach dem Spiel. Also Simon, da könnt ihr euch drauf verlassen. Der ist berührt worden und ist aus dem Tritt gekommen, wie er abgezogen hat. Wer selber mal Fußball gespielt hat, der kann das nachvollziehen. Aber wie gesagt, das ist der Keller, das interessiert mich auch nicht mehr. Interessiert mich gar nicht mehr. Wir haben 3 Punkte hier verloren zu Hause. Und ich sage ja auch, ihr kennt mich ja auch, ich habe das ja mit den Aufsichten nie so in den Mund genommen. Aber im Grunde genommen ist das so, es ist noch nicht passiert, es kann noch alles passieren. Die Anna kann auch noch verlieren. Aber wie gesagt, das sind natürlich 3 Punkte, die uns fehlen in der Endabrechnung. Da gehe ich mal von aus. Ja, dann nochmal was. Die Aufstellung kann man natürlich so sehen und so sehen. Aber die haben hinten sehr massiert gestanden und auf Fehler gewartet, die wir auch gemacht haben. Also das muss man so sehen. Ich hätte auch gerne, ich hätte ein bisschen früher ausgewechselt, aber das 1-0 war ja in der 60. Minute, dann fallen sie auseinander. Dann Vogelwild nach vorne und hinten geht gar nichts mehr. Also wir haben auch noch mit Sven Ulreich heute einen riesen Torwart gehabt. Also das muss ich schon wirklich sagen. Sonst hätten wir richtig noch 2, 3 mehr gehabt. Aber wir hatten natürlich auch Chancen. Wenn man so sieht, auch Manuel Winsheimer schießt da auch immer wieder auf den Torwart. Der Torwart braucht sich gar nicht bewegen. Nicht? Also, aber alles in Ehren ist das so. Darmstadt, herzlichen Glückwunsch. Peter ist natürlich sauer, hat natürlich hohen Blutdruck. Aber ich will euch eins sagen. Ich gucke nach vorne, solange wie das theoretisch möglich ist, gucke ich nach vorne. Ihr könnt jetzt reden, was ihr wollt, aber bitte auf meinen Kanal. Keine Pöbeleien oder irgendwelche Idiotenkram gegen die Spieler oder gegen die Trainerabteilung. Möchte ich nicht hören, bleibt sachlich, so wie ich auch bin. Ich habe den Gegner beglückwünscht, dass er gewonnen hat. Sogar in der Turu, das ist ja ein ganz schlimmer Finger. Der spielt ja Fußball von der allerfeinsten Sorte. Ein ganz linker, das wäre einer für mich gewesen. Den hätte ich gebissen. Aber das ist eine andere Sache. Er hat ja so weit das gekriegt, dass Stefan Ambrosius schon richtig den hohen Blutdruck hatte und den dicken Hals. Also wenn Stefan noch mal so reingegangen wäre gegen den Tuch, der wäre auch vom Platz geflogen. Aber es ist vorbei. Wir haben die 3 Punkte abgegeben für Darmstadt. Aber jetzt würde ich euch den letzten Satz sagen. Das Spiel hat Markus Anfang gewonnen und kein anderer. Und wir sind auf diese Falle reingefallen. Das ist mein Fazit. Nur der HSV-Jungs und es geht weiter bei Peter. Ich bin 76 Jahre alt. Also ich habe schon ganz andere Dinge erlebt. Hier im Volkswerk, da lagen wir zurück 6-1 und gewinnen noch 7-6 gegen Gladbach im Pokal. Also es hat hier schon alles gegeben. Nur heute
war natürlich ein bisschen dünner. Das muss ich schon sagen, sonst wird der erste nicht verlieren. So, da war meine Worte. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Jetzt habe ich 14 Tage frei. Die Mannschaft sammelt sich, kriegt den Kopf frei. Aber zu Simon noch gesagt, Simon lügt nicht, der ist berührt worden. Und wenn du da in der Schusshaltung bist, der Fall ist halt ein Elfmeter. Aber der Keller, den kennen wir schon, da sage ich auch nichts mehr zu. Die gehen mir absolut am Arsch vorbei. So, alles Gute wünsche ich euch. Ja gut, verdient in dir, Lobby. Alles klar, nur der HSV, tschüssi. Da kann passieren, was will. Hier, die Raute, die bleibt bei mir, solange ich lebe, das wisst ihr ja. Da können sie spielen, was sie wollen. Alles gut, tschüssi. Und dann haut ran, das Tango. Aber kein Eier in die Kühe holen, sonst geht mir Blut durch die Decke. Tschüssi, nur der HSV.